Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Kingdom Come Deliverance Let's Plays. Was geht? Ich hock mich jetzt auf meinen Gaul. Und dann checke ich mal kurz die Karte aus. Und da sehen wir doch auch schon. Es wird Zeit, in die Stadtmitte zu reiten. Gut. Und das ist jetzt gleich dunkel. Ja, die haben schon ihre Fackeln an. Dann machen wir das lieber auch mal. Und dann geht's jetzt Richtung Steinbruch. Hinterm Haus des Gerbers. Ja, schau mal einer an. Ab hier laufen wir doch. Ah, okay, gut. Falsche Ecke. Wir haben es also alle falsch gesehen. Wie war es denn dann? Ich hab ihn umgehauen. Er zog mich auf sich drauf. Lulatsch Bohnenstange. Ich weiß nicht. Für mich sah es so aus, als hättest du seinen... Gott segne dich. Ja, schauen wir mal, was geht da. Was kann ich für dich tun? Wie ich hörte, werden Männer gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Würde ich dich besser kennen, würde ich's dir vielleicht sagen. Was ist mit dem Gerber passiert? Als es rund ging, war ich nicht da. Die anderen aber schon. Frag sie. Alles Gute. Wie, was mit dem Gerber passiert, Glotz? Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Greif dich gleich an, jetzt sag mir mal, was hier los ist. Mir kam zu Ohren, jemand suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Frag jemand anderen. Das oh meinte ich nicht, aber bist danke. Du ein Arsch. Was ist mit dem Gerber passiert? Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht. Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst. Und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Alles Gute. Lulatsch, was geht bei dir? Du bist tatsächlich ein bisschen lulatschig. Mir kam zu Ohren, dass Leute nach Männern suchen, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen immer neue Hände, um die Gebrochenen zu ersetzen. Das habe ich nicht gemeint, aber danke. Warum habt ihr den Gerber verdroschen? Er kam eines Tages her, verlor sein Geld und faselte, dass wir ihn beschissen hätten und ihm seine Kohle zurückgeben sollen. Der hat's echt drauf angelegt. Mir hat er erzählt, ihr wärt auf ihn los, als er euch bat, nicht mehr hinter seinem Haus Krach zu machen. Tja, das ist nicht unwahr, aber er hat sich erst beklagt, als er sein Geld verloren hat. Vorher hat sie nicht gestört. Alles Gute. I see the problem. Und was ist hier mit dir? Am Bodenstange. Reden wir doch mal kurz. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Sehr schön. Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Ah, das ist ein Dude zum Ansprechen, okay. Ihr sollt dem Gerber übel zugesetzt haben. Daran ist er selber schuld. Ach ja? Er wollte nur, dass ihr woanders hingeht. Das hat er dir erzählt? Hühnerkacke! Er hat mitgemacht und sich erst mit uns angelegt, wie er sein ganzes Geld verloren hat. Er hat sich mit euch angelegt? Hätte ich ihm nicht zugetraut. Hat's versucht, hatte aber nicht viel Glück. Einstecken kann er ja, aber einen Treffer landen. Kein Wunder, dass er keine Kinder hat.
Alles Gute. Ah, Bodenstange. Dann hau drauf, komm. Gib du mir mal irgendwie eine richtige... Ich suche Arbeit und hörte, hier würde jemand nach furchtlosen Männern suchen. Weißt du etwas darüber? Das heißt, die suchen einen neuen Schinder. Also wenn du dich vor Kadavern und Scheißhaufen nicht ekelst... Danke, aber nein. Es heißt, jemand heuert Söldner und andere Kämpfer an. Ja, tja, dann weißt du mehr als ich. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Okay. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich. Ein Muster. Würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden dir dasselbe sagen. Ja, hab ich schon gemacht. Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner oder mach ernst. Es gäbe da eine dritte Möglichkeit. Ach ja, und die wäre? Legen wir den Pfennigfuchser aufs Kreuz. Ich sage ihm, ich hätte mich um alles gekümmert und ihr lasst euch ein paar Tage nicht blicken. Ich sage die Belohnung ein und wir teilen sie uns. Später kommt ihr dann einfach wieder. Das ist geschenktes Geld. Hört sich gut an. Der Teufel soll ihm holen den Kerber. Wir verziehen uns für ein paar Tage und du stattest uns einen Besuch ab, sobald du die Münzen hast, klar? Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man's drauf hat. Für den Rücken und für die Verdauung. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Da klopfe ich mich jetzt eine Runde. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen, klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Mhm. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken, nur saures Obst. Na ja, gut. Gott behüte dich. Dann gehen wir die doch jetzt erstmal alle durch. Erstmal Bohnenstange. Reden. Weißt du auch. Los geht's. Auf geht's. Behalte ich jetzt meine Handschuhe und meinen Helm an? Wahrscheinlich, ne? Ein bisschen den Faustkampf leveln. Ich hab gewonnen. Auf geht's, Lulatsch, du bist der Nächste. Kämpfen wir! Das war ziemlich gut. Die hauen wir jetzt alle weg. Es war bloß Glück. Wer weiß? Gott behüte dich. Na, ich glaube, es war kein Glück. Der nächste. Er hat sich zwar ein bisschen gewehrt, aber gut. Kämpfen wir! Los. Der wird sich jetzt einmal durchgeboxt. Lass sehen, wie du dich gegen mich schlägst. Ich werde dich schlagen. Ich geb dir so lang Knie, bis du im Arsch bist. Der letzte war ja richtig mies. Erstmal die Nase gebrochen. Ja, Klotz. Auf. Kämpfen wir! Nächster. Nicht schlecht. Aber jetzt legen wir einen Zahn zu. Gott behüte dich. Keil heißt du, ne? Jetzt gibt's hier erstmal fleißig Keilerei. Komm ran. Okay.
Easy. Okay, wie geht's dir? Na, okay. Lebe wohl. Ja, du, ich hab alle deine Jungs verdroschen. Ich will mit dir kämpfen. Anständige Vorstellung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, okay, ich habe auch eine Plattenrüstung an, seien wir mal ehrlich. Ich hau dir hier mit Stahl ins Gesicht. Du wirst auch nicht viel können. Ja, nice. Hallo, Lulatsch. Kämpfen wir. Oh. Du hast es mir möge Gott über dich. Ah, okay. Während der andere da wieder recovert, hauen wir dir nochmal auf die Nase, Lulatsch. Ich hab gedacht, du wärst stärker. Nice, dankeschön. Ja, hau drauf. Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen, und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, ich überlege es mir. Alles Gute. Sehr schön, damit sind wir doch auf jeden Fall in der Main-Quest einen guten Steppen weitergekommen. Bevor ich zum Treffpunkt gehe, gehe ich jetzt hier runter. Zum Gerberino. Gerber. Okay. Nee. Dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt erst in die Kirche und dann gehen wir anschließend zum Gerber. Ich glaube, das ist am geschicktesten. Haben wir noch irgendwie eine andere Quest? Berichte dem Gerber, wie die Sache mit den Raufbolden ausging. Kümmere dich um die Raufbolde, die sich abends in den... Und finde das raus mit den Pressern. Okay, dann machen wir das doch so. Hätte mir auch schon fast Katanka rufen können, dann wären wir jetzt schneller hier oben. Muss ich eh hier rüber. Und ab raus aus dem Wasser. Und jetzt hier hoch, weil auf der anderen Seite dieses Mäuerchens ist der Eingang. Genau hier. So. Gut, dann gucken wir doch mal. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Amen. Hm, was? Nice. Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du, spuck's aus? Ich will euch alle abmurksen. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von Hau drauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbleut. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten?
Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Hinzugelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Okay. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Okay. Wie erkenne ich diesen Pius? Das ist jetzt interessant. Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Dumme Lüge. Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Okay, I see. Das wird ihn nicht interessieren und das auch nicht. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Super. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Lebe wohl. Oh, das ist jetzt natürlich ein extrem schwieriger Shit. Ich meine, ich weiß ja, ich habe es ja schon mal durchgespielt und ich weiß auch was, wie, wo. Aber das ist trotz allem nicht easy. Also es gibt jetzt diese zwei Wege. Entweder ich schließe mich dem Kloster an oder ich gehe durch die Höhle des heiligen Prokop rein und mache einen auf Sneaky Bastard. Ach, dein Ernst? Oh. Hoffentlich kann ich das immer noch machen. Cool. Jetzt habe ich den Schlüssel zur Sauer Kirche. Schä. Bitteschön, Kirche. Habe ich mal gemacht. Ja,
Ja, das ist jetzt schwierig. Ja gut, dann bewegen wir uns jetzt halt mal erst schnell nach Ratai, bis wir da ankommen. Ist wahrscheinlich auch schon früh am Morgen kämpfen. Du rennst hier ohne Licht rum. Leck mich. Bin ich hier wieder gesucht? Diese scheiß Fackel, ne? Leiche. Ich sehe hier keine Leiche. Hütter, siehst du hier irgendwo eine Leiche? Muss ich auch ausrüsten. Es fehlt alles noch wegen dem scheiß Bogenkampf. Nummer 1. Oha. Digga, ihr seid zu fünft? Dein scheiß Ernst? Ihr seid sogar zu sechst, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was ist denn nicht? Was ist denn nicht? Ich habe heute mal erlebt. Alter. Alter, dein verkackter Scheißernst. So eine Kacke, ey. Zum Glück habe ich hier das mit der Quest, den Speicherpunkt. Okay. Gut, ich würde sagen, an der Stelle, weil hier auch ein schöner Speicherpunkt ist, beenden wir doch einfach diese Folge. Ich meine, wir haben auch wieder die 20 Minuten geknackt. Es wäre jetzt ja nur noch die Reise nach Ratai gewesen. Dann machen wir das tatsächlich beim nächsten Mal. Ich begebe mich hier schon mal raus. Der Vorteil ist, wir werden nicht gesucht und ich kann mir eine beschissene Fackel anmachen. Und ja, bevor ich jetzt aber irgendwie die Reise antrete, weil es ja Nacht ist und safe irgendjemand uns auflauern wird, würde ich an der Stelle einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, haut rein und see ya.